Nachrichten gerufen zu einem LKW-Brand auf die A5. Um ca. 18.19 Uhr gingen mehrere Notrufe auf der integrierten Leitstelle Karlsruhe ein. Daraufhin wurde die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Karlsruhe an die Einsatzstelle alarmiert. 8 Minuten nach Alarmierung waren die ersten Einsatzkräfte hier vor Ort. Der LKW brannte bereits in voller Ausdehnung. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich dahingehend schwierig, da die Beladung in vollem Umfang im Brand stand. Es wurde ein Pendelverkehr mit mehreren Löschfahrzeugen eingerichtet, um das Wasser in der Einsatzstelle zu bekommen. Derzeit werden noch Betriebsstoffe aufgenommen und die einzelnen Maßnahmen der Feuerwehr beendet. Die Nachlöscharbeiten werden dann noch während der Bergung sich hinziehen, muss dann der LKW noch entladen werden. Es handelt sich um Motorenteile und die Umverpackung dieser Teile hat nicht gebrannt. Die Anfahrt war unproblematisch, da der LKW-Fahrer glücklicherweise in die Notausfahrt gefahren ist, konnten wir dann unproblematisch anfahren, dass sich kein Stau gebildet hat. Des Weiteren haben wir dann noch eben zur Unterstützung die Freiwilligen Feuerwehren Weingarten und Bruchsal hinzugezogen. Die Beladung war für uns unproblematisch. Aufgrund der Menge des brennenden Materials war es natürlich eine enorme Hitzeentwicklung, aber für uns trotzdem gut handelbar. Ruhig im Bild bleiben. Ja.